Ich mag nicht mehr. Ja, wir schrauben jetzt die Lichter nochmal auseinander und gucken, was da los ist. Finde den Fehler. Ja, guten Morgen. Bei diesem scheiß Wetter. Ich hasse echt langsam Deutschland alleine für die Winter. Es macht keinen Spaß. Ja, wir haben jetzt um 8 Uhr einen TÜV-Termin, den Nachholtermin. Und was wir letzte Woche da alles gemacht haben, seht ihr jetzt. So, hallo Leute. Ja, was der TÜV ja auch bemängelt hatte, das war hier vorne dieses, dass da quasi so ein Schutz fehlt. Na, also man, hier müsste ja, also hier zieht ja im Notfall dieses Zugseil und wenn der von der Deichsel springen würde, dann würde das zurückklappen und der Hänger wäre nicht gebremst. Deshalb brauchen wir hier so ein Metalldings. Das habe ich quasi hier, dieses Ding. Das wird jetzt quasi einfach nur, ich hoffe man sieht es, einfach nur dahin geschraubt. Und dann ist das soweit geschützt. Ja, damit fange ich jetzt an. Es ist Samstag, es ist ein super schöner Tag. Es ist endlich mal trocken, Temperaturen gehen. Es ist nicht unfassbar kalt. Und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was hinkriegen. So muss das aussehen. Na, da wird das jetzt eben geschützt. Ja, der TÜV hat es bemängelt. Damit haben wir dann jetzt wieder einen Teil mehr erledigt. Jetzt geht's an die Elektrik. Ja, der TÜV hat ja auch die Beleuchtung bemängelt, also die fehlende Kennzeichenbeleuchtung. Und ja, mir hat es sowieso nicht gefallen, weil das Kabel zu kurz war. Da habe ich jetzt eben ein 10 Meter Kabel gekauft, also siebenpoliges. Ja, so Lichtkabel, weiß nicht, wie man das nennt. Und ich muss das jetzt zwar alles komplett neu verdrahten, aber ich denke, das lohnt sich, weil dann ist das einfach ordentlich. Und ich kann die Lichter hier hin montieren und dann drunter das Kennzeichen. Weil Kennzeichenlicht ist da wohl mit dabei und dann ist das auch wieder TÜV-konform. Das ist ganz witzig, wir haben uns gewundert, für was sowieso diese Stickel hier sind. Dennis hat einfach mal den Hänger gegoogelt und hatte gesehen, dass genau diese Lampen da eigentlich montiert sind. Naja, es könnte so einfach sein, ne? Und genau das schaue ich mir jetzt mal an, wie das verdrahtet ist. Ja, man sieht es hier schon. Ich tue das mal eben. Zack. So schaut das Ganze aus. Ja. Da muss ich jetzt halt mal gucken, wie ich das hier rausgefummelt kriege. Das mache ich halt irgendwie neu und dann, ja, schließe ich da ein neues Kabel an. Geht's auf See? Hoffentlich bald. Aber es ist noch ein bisschen was zu tun. Ja, also ich. Im Juni will ich am Meer sein. Naja, dann. Kannst bei mir weitermachen. So, wir gehen. Ja, schönen Tag. Viel Spaß. Dankeschön. So, jetzt habe ich den Stecker soweit fertig. Das war ziemliches Gefrickel. Habe ich auch zum ersten Mal gemacht, so einen blöden Hängerstecker dahin zu friemeln. Ich habe da auch schon einen besseren hier, so aus Metall sozusagen. Aber zwischendurch habe ich dann vergessen, diese blöde Gummitülle ranzumachen. Ach, das ist eine Katastrophe, sage ich euch. Das ist einfach nur nervig. Ja, jetzt ziehe ich die nochmal fest und dann baue ich das Ganze zusammen. Nachher kommt dann der Dennis vorbei, der ist jetzt momentan auf Arbeit.
Ja, der war ja letzte Woche auf einer Fortbildung und dann ist er jetzt 3 Wochen komplett weg. Naja, in der Zeit werde ich dann mit der Elektrik anfangen. Die Batterie ist nämlich gekommen. Die kann ich dann nämlich auch fertig bauen. Da kommt nochmal ein separates Video. Die wird nämlich in so eine Holzverschalung dann reingebaut. Das habe ich mir von Dennis Papa so ein bisschen abgeguckt. Der hat sich den nämlich auch bei sich eingebaut. Ja. Ich sage euch, das ist auf jeden Fall mit diesen Steckerchen ein riesengroßer Scheiß. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, ich baue ihn jetzt mal fertig. Ich glaube, ich muss mich da konzentrieren. Mir fehlen schon wieder Schrauben. Ich drehe durch mit diesem Dreck. Das nervt nur noch kolossal, ey. Wir haben jetzt, naja, 1 Uhr. Ich wollte heute eigentlich viel schneller mit dem Zeug vorankommen. Naja, mal sehen, wo die Reise hingeht. So ein Kack. Jo, bremsen. Jo, Blinker links. Blinker rechts. Warnblinken. Jawohl. Bremst noch mal. Nochmal von der Bremse. Ja, aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund war das Bremslicht aus. Du hast gebremst und dann ging es nicht mehr aus. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, wir schrauben jetzt die Lichter nochmal auseinander und gucken, was da los ist. Finde den Fehler. Ja, hochinteressant. Die Lampen haben irgendwie ja, so eine doppelte Polung und wenn man die falsch reindreht, also falsch rum, geht's nicht. Und ich habe beide erwischt. Jetzt geht's. Wunderbar. Funs, Dennis, super. Prima. Dafür haben wir eine wunderschöne Kennzeichenhalterung. Hast du gut rausgesucht. Was in so einem Alter, altersgerecht. Wenn das Boot schon so alt ist, muss das Kennzeichen nicht mehr sein. Schön. Wenn das Kennzeichen jetzt noch gerade wäre, dann würde ich es auch besser halten. Das hat jetzt funktioniert, Gott sei Dank. Wir haben TÜV und ja, endlich ist zumindest die große Baustelle weg. Das hat jetzt alles geklappt. Eine Sorge weniger. Wir hätten jetzt auch nicht mehr viel Zeit gehabt, da noch weitere Mängel zu beheben. Er hat zwar gesagt, ja, Radlager ist an der Grenze, müssen wir beobachten, aber Bremse und so weiter hat alles geklappt. Ja, jetzt geht's. Die nächsten Baustellen betreffen das Boot. Batterie, Autopilot, Motorträger sind die Großbaustellen. Bleibt gespannt.